Do it now. Say it now. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Johansen der Talk, Kandidatenwatch. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Ich freue mich, dass sie Zeit gefunden hat. Sie war viele Jahre Bundesgeschäftsführerin ihrer Partei, ist seit vielen Jahren im Bundestag, ist vor allen Dingen seit sehr vielen Jahren in der Politik aktiv. Man kann sagen, es hat fast schon doch direkt eigentlich zur 89-90 begonnen. Und ich freue mich, dass sie trotz eines sehr vollen Terminkalenders Zeit gefunden hat. Sie ist die Spitzenkandidatin ihrer Partei für Sachsen-Anhalt. Und ich freue mich, dass sie hier ist. Und eine kleine Anmerkung vielleicht. Sie gucken dann genauer hin und werden sagen, oh, da ist ja so ein bisschen blau um die Nase rum. Einfach nur zu Hause umgeräumt und dadurch ist was raufgefallen und das ist, sieht man ein bisschen. Ich freue mich auch trotz dieser Umstände, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Steffi Lemke. Schönen guten Tag und vielen Dank für die nette Begrüßung. Na, mit großer Freude. Ich freue mich wirklich, dass Sie Zeit haben und will doch gleich mal fragen, wie kommt man denn gleich 89, kann man ja sagen, ging es ja los. Sie sind ja sofort quasi und relativ, nicht nur relativ, sehr jung noch damals in die Politik gegangen. War das richtig so der Impetus, DDR ist vorbei, wir müssen was tun, wir wollen es anders, besser machen? Es begann politisch durchaus noch ein bisschen früher, weil ich so um 88 ungefähr angefangen hatte, mich in Dessau in einer, man würde es heute Bürgerinitiative nennen, zu engagieren. Junge Leute, die sich für ihre Stadt interessiert haben, Denkmalschutz betrieben haben, sich für die Stadtplanung, die Stadtgeschichte interessiert haben, war sozusagen die Oppositionsbewegung in Dessau. Und das ging für einige dieser jungen Leute dann 89 ziemlich nahtlos zu den Grünen über. Und da ich schon immer Umweltschützerin gewesen bin, glaube ich, wahrscheinlich durch meine Mutter in die Wiege gelegt, waren für mich die Grünen die einzige politische Möglichkeit, 89, 90. Ich habe die dann mitgegründet in Dessau, habe zu der Zeit in Berlin studiert und pendelte dann immer hin und her, war lange Zeit noch an der Uni und bin dann irgendwann ein bisschen in die Landespolitik eingestiegen. Aber richtig Bundespolitik und auch professionell Politik zu machen, das begann dann 94. So lange habe ich mich darum gekümmert, mein Studium noch fertig zu bekommen. Das war mir sehr wichtig. Sie haben ja auch von vornherein, weil Sie sagen, auch diese Affinität zur Natur, Sie haben Zootechnikerin gelernt. Da fragte ich mich natürlich, nicht so klug wie ich bin, was macht eigentlich eine Zootechnikerin? Arbeitet sie wirklich im Zoo, wie sich das anhört? Oder hat das eher allgemein mit Tieren auch schon zu tun? Das hat ganz speziell mit Kühen zu tun. Das war die Berufsbezeichnung für Melker in der DDR. Das nannte sich Zootechniker Spezialisierungsrichtung Milchproduktion. Es gab dann noch Fleischproduktion, Schafproduktion etc. Das heißt, ich habe wirklich eine richtige klassische Melkerlehre gemacht in Dessau-Mildensee in einer LPG dort und habe die 2 Jahre dort gelernt, wie man Kühe melkt, die anderen Sachen nicht, weil die Landwirtschaft in der DDR strikt getrennt war zwischen Tierproduktion und Pflanzenproduktion. Das heißt, Ackerbau kam dabei nicht vor und mit Zootieren hat es überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Aber den Fehler machen ganz, ganz viele, kann man nicht wissen. Ist aber ein Zeichen dafür, dass ich mich tatsächlich überhaupt damit gar nicht auskenne. Und Sie haben es dann noch studiert, drauf folgend, also nicht das, sondern die konkret Agraringenieurin. Und dann sehe ich da Fachrichtung Tierproduktion. Bedeutet auch im weitesten Sinne wieder sich um Tiere dann kümmern oder Tierproduktion, wie sich unser einer vorstellt, notfalls auch Schweine, Kühe für die Schlachtung dann sozusagen heranzuziehen? Bedeutet, dass man mit relativ gutem Hintergrundwissen in der DDR eine sehr, sehr solide Ausbildung gemacht hat. Also es gab im Grundlagenstudium viel Biologie, Chemie, Bodenkunde. Das fand ich gut, dass da ein wirklich solides Wissen vermittelt worden ist. Und in den späteren Semestern kam dann durchaus viel an Ökonomie und an Betriebswirtschaftslehre dazu.
Also eigentlich eine interessante Mischung, sodass die Menschen, die dieses Studium absolviert haben, eigentlich befähigt werden sollten, später einen Betrieb, einen größeren Betrieb, eine LPG auch zu leiten. Das geht dann von solchen Sachen wie Futterrationen berechnen bis hin zu ökonomischen Kennzahlen für einen durchaus, wie gesagt, größeren Betrieb. Und bei mir hatte das viel damit zu tun, dass ich, trotzdem ich Einzelschülerin in der Schule gewesen bin und auch wirklich gerne gelernt habe, hat mich, ich sag mal, dieses System damals nicht zum Abitur zugelassen. So aussortiert, irgendwie Nase nicht gepasst, Mund mal zu weit aufgemacht, eine vernünftige Begründung hat es nie gegeben, sodass ich dann relativ wenig Zeit hatte, mich für eine Lehre zu entscheiden. Wollte ich eigentlich Gärtnerin werden, das haben sie mir auch nicht so richtig zugestanden. Und dann gesagt, dann machen Sie doch was mit Kühen. Sie sind doch im Reitverein, das ist doch so ähnlich, Kühe und Pferde. Und so bin ich dann damals zu dieser Lehre gekommen und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur nachgeholt. Und dort standen dann diese drei Studienrichtungen, Tierproduktion, Pflanzenproduktion und Meliorationswissenschaften, noch offen. Das heißt, es war schon eine sehr, sehr starke staatliche Berufslenkung oder Aussortierprozess, der da stattgefunden hat, der sicherlich nicht gut gewesen ist, der mich aber politisch stark geprägt hat, weil ich das als ungerecht empfunden habe, als unsinnig auch empfunden habe und das sicherlich dazu beigetragen hat, dass ich meinte, man solle Menschen so nicht beschneiden in ihren eigenen Entscheidungen. Und das, wie gesagt, ein durchaus ein Meilenstein gewesen ist in meinem Leben. Ich habe auch gesehen, in der Karriere sozusagen auch Briefträgerin 2 Jahre. Das war für mich auch so ein deutliches Zeichen, das Gefühl habe, das klingt schon sehr nach Opposition. Denn das ist ja nicht so eine Arbeit, wo man sagt, ja, das macht mir jetzt wirklich richtig Spaß, sondern es ist eher so, nee, also so wie das jetzt hier läuft, mache ich mal was, was ein bisschen abgeht von dem, was die von oben mir draufdrücken. Ja und nein. Gemacht habe ich es, weil ich einen Job gesucht habe, der zu dem Abendschulstudium passte. Also Abendschule hieß, ich glaube um 16 oder um 17 Uhr hat es angefangen, ging dann bis 20, 21 Uhr. Und ich wollte das Abitur unbedingt machen. Das war schon ein ganz starker Impuls, mir das nicht gefallen zu lassen von diesem System. Und deshalb Abendschule entschieden und dann, was kann ich machen? Wenn ich 3:30 von der Arbeit komme, dann direkt zur Schule stürze, wird irgendwie schwierig. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wer mich drauf gebracht hat, probier's doch bei der Deutschen Post als Briefträgerin. Die waren total froh, die haben mich gern genommen, haben Leute gesucht. Und dadurch, dass man dort sonnabends gearbeitet hat, jeden Tag, also war eine ganz normale 6-Tage-Woche, war ich dann aber häufig schon viel früher fertig und konnte mich noch auf die Abendschule vorbereiten oder mal noch eine Mütze Schlaf nachholen. Weil Briefträger heißt um 6 dort sein, um 6 auf der Matte stehen und anfangen. Und ich wusste anfangs nicht genau, wie sich das anfühlt, logisch, ne? Aber ich habe die 2 Jahre sehr gerne gemacht, weil ich erstens die Stadt total gut kennengelernt habe, weil ich Springer war und immer die Urlaubs- und Krankheitsvertretung auf ganz vielen Routen gemacht habe. Und man lernt die einzelnen Häuser kennen, die Hauseingänge, die Menschen, die Straßen. Und es war auch eine super Möglichkeit, wenn man mit seinem Wägelchen da lang trottete, auch nachzudenken, zu sinnieren. Es war eigentlich eine tolle Zeit und den ganzen Tag draußen zu sein, ist bei miesem Wetter natürlich nicht jeden Tag schön, aber im Großen und Ganzen waren das 2 super Jahre, auch durch die Abendschulzeit, wo ich sehr, sehr interessante Menschen aus komplett verschiedenen Richtungen kennengelernt habe und wir da sehr, sehr viel veranstaltet haben. In dieser Zeit einen Film gedreht haben mit so einem, ja, den jungen Leuten, die dann, wie gesagt, diese Oppositionsbewegung ein bisschen gebildet haben, Friedhofsmauer am jüdischen Friedhof restauriert haben. Es war eine wirklich spannende Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte. Ja, ich weiß es auch von Dessauer Freunden, die irgendwann nach Gießen ausgewandert ist, vielleicht hat einen Ausreiseantrag gestellt, aber dummerweise waren sie, als sie dann draußen waren, kurz danach ging alles zu Ende. Aber da weiß ich, dass es in Dessau eine sehr rege Szene gab, auch gerade im Theater-Jugendclub-Umfeld war da doch wohl einiges los. Und Sie sind ja Dessauerin mit Leib und Seele, was man auch daran merkt, dass Sie ja sofort erstmal nach der Wende sofort auch im Stadtrat mit dabei waren und gleich in einer, sag ich mal, nicht so ganz kleinen Funktion als Geschäftsführerin auch wieder der Partei dann dort. Also ich war Fraktionsgeschäftsführerin und nicht Stadtverordnete,
Also ich war angestellt bei der Fraktion, habe dort die Geschäfte organisiert. Das habe ich nach dem Ende des Studiums gemacht, weil ich Kommunalpolitik erstmal von der Pike auf kennenlernen wollte einerseits und ja auch daher kam. Durch diese Bürgerinitiative Interessensgemeinschaft Stadtgestaltung hat sie sich damals genannt. Das war auch wiederum eine total spannende Zeit, weil unheimlich viel passiert ist ja in diesen Bereichen. Man wirklich das Gefühl hatte, jetzt kann man Kommunalpolitik anders machen. Die runden Tische waren zu der Zeit meiner Erinnerung nach schon vorbei. Aber der Geist der runden Tische, ja, wir setzen uns wirklich gemeinsam hin und gucken nach den vernünftigsten Lösungen für unsere Stadt, der war schon noch sehr, sehr deutlich zu spüren. Löste sich dann auch in den Jahren danach in Interessenskonflikten durchaus auf. Ne? Es kamen Bauunternehmer, größtenteils aus dem Westen, die dort halt auch Sachen machen wollten, die wir nicht gut fanden, wo auch Häuser wieder abgerissen wurden, die wir erhaltenswert fanden. Wer Dessauer ist, kennt das Gassviertel vielleicht in Dessau, wo heute das Umweltbundesamt steht. Das ist auch so eine denkmalgeschützte Ensemble gewesen, das wir eigentlich bewahren wollten. War ein harter Kampf damals. Wir haben nur einen Teil geschafft zu retten. Aber das waren sehr mächtige Investitionsinteressen, die damals wahrscheinlich ja nicht nur in Dessau, sondern fast überall unterwegs gewesen sind. Und von daher ging es dann schon wieder los, das Bewahren gegen, wir müssen hier was Schickes, Neues hinbauen, brauchen mehr Straßen, brauchen mehr Tiefgaragen oder überhaupt Garagen. Ich möchte auch auf die Zeit auf keinen Fall vermissen, auf keinen Fall verzichten. Das hat sicherlich viel damit zu tun, dass ich nie aus Dessau weggegangen bin, immer dort meinen privaten Lebensmittelpunkt behalten habe, auch wenn ich in den vielen Jahren dann nicht mehr so häufig da gewesen bin, viel zu selten ins Theater gehe in Dessau. Aber meine Bindung an diese Region und an diese Stadt auf jeden Fall sehr eng geknüpft hat. Wie sehen Sie die Entwicklung von Dessau? Sind Sie zufrieden, wie es läuft? Oder im Moment denke ich mal, so, Dessau hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Da könnte noch ein bisschen was passieren, weil die hat eigentlich viel Potenzial, die Region. Definitiv. Und zufrieden bin ich sowieso ganz selten. Und von daher glaube ich, dass wir in Dessau in der Tat noch mehr schaffen können mit den Funden, die wir dort haben. Ja, Weltkulturerbestätten, Bauhaus, Dessau-Wörlitzer Gartenreich, das Biosphärenreservat Mittlere Elbe, dass mit diesen Funden für die Stadt in der Tat noch viel Entwicklungspotenzial da ist. Ich glaube, dass lange Jahre der Fehler gemacht wurde, dort in der Stadt, hat viel mit dem einen Oberbürgermeister zu tun, dass kreative Köpfe oder ich sage auch Spinner, ja, die ja häufig das Stadtleben einfach befördern, weil sie Ideen haben, die halt auf den ersten Blick nicht unbedingt sofort aufgegriffen werden oder von allen gut gefunden werden, dass die lange Zeit in der Stadt nicht wohlgelitten gewesen sind. Auch die, die Denkmale schützen wollten, Naturschützer. Das hat sich inzwischen geändert und ich glaube, dass durch die Lage fast in der Mitte zwischen Berlin und Leipzig für Dessau wirklich Potenzial und Chancen da sind. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr lange Leine lassen mit der Fachhochschule und auch mit dem Umweltbundesamt sind da Standortfaktoren da, die eigentlich eine tolle Entwicklung für die Region ermöglichen. Und das könnte man über ganz viele Orte in Sachsen-Anhalt sagen. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren noch besser hinkriegen, als es jetzt an vielen Orten angefangen worden ist. Ich war gerade in der Altmark im Wahlkampf unterwegs. Auch da haben Sie ja so ganz viele Punkte, wo Sachen wachsen, sei das jetzt Kreative, sei das auch Betriebsgründung. Und wie gesagt, die Lage ist eigentlich eine ziemlich gute, wenn wir die Köpfe befördern, die in der Lage sind, solche Entwicklungen anzustoßen, dann ist mir ehrlich gesagt weder um Dessau noch um Sachsen-Anhalt bange. Das ist beruhigend zu hören. Sie sagten vor allen Dingen aber Biosphärenreservate Elbe und ich weiß, Sie sind ja auch immer, was so die Elbfragen betrifft, doch immer sehr engagiert gewesen. Ich weiß auch Elbe-Saale-Camp, Sie waren immer mal wieder da. Wie sehen Sie die Situation zurzeit? Eigentlich, der Ausbau ist ja nicht ganz vom Tisch, aber doch so gut wie. Ja, genau, aber Sie zu Recht gucken Sie ein bisschen skeptisch, ich auch immer noch wieder, weil irgendwie kommt der immer wieder auf den Tisch und ausbaggern will man auch. Dabei ist es ja eine tolle, also es ist wirklich eine wunderschöne Auenlandschaft, die, wenn wir noch weiter ausbauen, es wird ja schon immer schmaler, die Elbe. Aber will ich Ihnen gleich mal überlassen, dann das Feld da, ein bisschen was zur Elbe alleweil zu sagen. Ja, weil
Ich glaube, dass es ja auch durchaus symptomatisch ist für viele andere Vorhaben, Bauvorhaben, die die Natur tangieren, wenn man sich dieses Projekt anguckt. Ich glaube, Staustufen sind vom Tisch. Das will, glaube ich, niemand mehr. Aber die Frage, kriegt man jetzt wirklich eine naturverträgliche Entwicklung für diesen Fluss hin? Die Schifffahrt ist ja da so nach unten gegangen, dass es wirklich nicht mehr lohnt, für die Schifffahrt dort zu investieren. Und das hat schlichtweg was mit diesem Fluss und seinen natürlichen Gegebenheiten zu tun. Ja, es hat ein Sandbett, die Elbe, und dort gräbt sie sich immer tiefer ein. Und deshalb gibt es eine Erosion in diesem Fluss, die die Schifffahrt behindert, die zweitens davon behindert wird, dass es viel zu viel Trockenzeiten gibt. Ja, wir haben jetzt mehrere Jahre, wo viele Wochen, teilweise Monate, der Fluss 1,80 Meter, 80 Zentimeter Wasserstand gehabt hat, Wassertiefe gehabt hat. Das reicht für eine professionelle Schifffahrt nicht aus. Da haben inzwischen sogar die Ausflugsschiffe drunter gelitten, die eigentlich nicht einen so großen Tiefgang haben. Und man könnte diesen Zustand nur mit Staustufen beheben. Und das wäre ein Verbrechen an diesem Fluss. Ich glaube, das haben die Umweltschützer durchgekämpft, dass dieser Plan nicht weiter verfolgt wird. Und jetzt muss man versuchen, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und wir haben, glaube ich, den großen Erfolg, die Naturschützer, die BIs, ja, das sind definitiv nicht die Politiker oder ich als Grüne alleine gewesen, sondern ich habe vielleicht einen Beitrag dabei leisten können, erreicht, dass akzeptiert wird, dass die Erosion für den Fluss und auch für die angrenzenden Gemeinden, ne, der Grundwasserstand sinkt dort dadurch, dass der Fluss sich immer tiefer eingräbt und die Auen fallen trocken und das wirkt sich auf die Landwirtschaft aus. Wir haben eh in Sachsen-Anhalt mehr Regionen, die unter massiver Trockenheit in Zukunft durch die Klimakrise leiden werden. Ich glaube, das ist jetzt durch. Das ist anerkannt, dass das größte Problem für den Fluss ist und man sich darum kümmern muss. Aber es gibt immer noch so einzelne Interessensgruppen, die der Meinung sind, auch weil so viel Geld in die Häfen investiert worden ist, ne, in Halle oder in Aachen, wo man immer noch dem Traum hinterherrennt, die Elbe zum Rhein zu machen. Und das wird nicht passieren, weil die Elbe nicht der Rhein ist. Und das wird sie auch nie werden. Also ausgestanden ist dieser Kampf noch nicht. Vielleicht das Schlimmste zurückgedrängt. Und das könnten Sie jetzt nahtlos auf diesem Plan in Schirke, in Skigebieten, Abfahrtsskigebiet zu errichten, weiter übertragen. Ja? Das macht einfach keinen Sinn, weil die Natur das nicht hergibt. Wir werden immer weniger Schneetage im Harz haben. Die Arktis schmilzt und in Sachsen-Anhalt versuchen einige immer noch ein Skigebiet im Harz zu errichten. In den Alpen werden in diesen Lagen überall die Skigebiete umgebaut oder es gibt Überlegungen, was machen wir, wenn der Schnee in Zukunft ausbleibt. Das kriegt man mit Kunstschnee nicht hin. Und diese alten Pläne, die gegen die Natur arbeiten, das haben wir an vielen Stellen und da werden wir noch viele Kämpfe auch in Zukunft auszufechten haben. Da hat sich ja gerade auch Frau Professor Dalbert sehr eingesetzt gegen diese in Schirke gegen die Anlage dort, aber eigentlich sollte der gesunde Menschenverstand einem da auch sagen, dass man das nicht unbedingt machen muss. Aber wenn ich sehe, was auch alles noch in Planung ist, so Arenen und große andere Dinge, wo dann plötzlich die Gemeinde selber dann Geld in die Hand nehmen will und jeder weiß eigentlich, dass es nicht so bekömmlich ist, denn es gibt ja, wie wir auch alle wissen, einen Tourismus, der da ist, der aber gerade in Sachsen-Anhalt durchaus naturnah ist. Also man kriegt das ja mit, die Fahrradtouristen nehmen massiv zu und die wollen natürlich auch eine Auenlandschaft sehen, die wollen im Harz auch nicht Skifahren im klassischen Sinne. Ich glaube, kaum noch jemand fährt in den Harz zum Skifahren, also außer wirklich sehr große Optimisten oder Leute, die nicht Skifahren können wie ich, dann geht das so. Aber das ist tatsächlich immer noch ein Kampf. Wie ist es überhaupt? Da habe ich das Gefühl, ist wirklich noch der Widerspruch zwischen den anderen Parteien, den Grünen, doch am größten da, in dieser Thematik, die dann da ist. Was kann man denn tun, damit das nicht passiert? Weil viele glauben in den Orten ja auch, die Touristen kommen, wenn wir eine Seilbahn haben. Und wie kriegt man das erklärt, dass das tatsächlich ein Irrglaube ist? Naja, Sie haben es eigentlich schon angesprochen, der gesunde Menschenverstand an den meisten Stellen, ja, wo man sagen muss, die Klimakrise schreitet jetzt wirklich so schnell voran, wir müssen diesen Plan zu den Akten legen. Oder die Elbe hat jetzt seit so und so vielen Jahren Niedrigwasser unter einem Meter.
es wird nie für eine rentable, professionelle Schifffahrt dort so einen garantierten Kanal geben. Das sagt einem auch der gesunde Menschenverstand. Und deshalb braucht man auch für diese Schifffahrt keinen Hafen zu bauen. Während die Realität zeigt, der Elbe-Radweg ist der beliebteste Fernradwanderweg, schon mehrere Jahre in Folge jetzt gewählt. Sie haben selber gesagt, man sieht es, die Touristen nehmen zu. Sie wollen Natur und Kultur erleben. Es kommt niemand wegen eines Schifffahrtskanals hierher. Wenn man dann auch noch auf dem Fluss sich bewegen kann mit einem Boot, das kann auch gerne ein Motorboot sein, das ist nicht die Frage, ja. Dann haben wir dafür ein wirklich tolles Potenzial. Auch wieder genau in der Lage zwischen Berlin und Leipzig. Und da konkurrieren wir natürlich mit anderen tollen Landschaften in Brandenburg oder auch in Sachsen und Thüringen. Aber das funktioniert nur, wenn wir unsere eigenen Stärken rausstellen. Und ich denke, dass es ein Zeitfenster gibt in den nächsten Jahren, wo auch viele Menschen anfangen, sich auf Tourismus in Deutschland zurückzubesinnen. Ja, es sind ja Tourismuszahlen in der Türkei eingebrochen, wegen der Entwicklung dort, aber auch in Ägypten oder ähnlichen Ländern reisen Menschen nicht mehr so gerne hin. Da hat sich die Situation verändert. Und wenn das schon mal so ist, das ist für diese Länder ja nicht schön, die auf den Tourismus angewiesen gewesen sind. Aber wenn diese Entwicklung eh schon da ist, dann finde ich, sollten wir auch in Sachsen-Anhalt versuchen, daraus was zu machen. Ich denke, das geht ja sogar so weit, Mallorca zum Beispiel, wo auch mittlerweile die Einheimischen, obwohl sie vom Tourismus sehr gut leben, sagen, das ist uns zu viel, so kann das auf Dauer nicht weitergehen. Und da verändert sich, glaube ich, mindestens europaweit sehr viel gerade. Und Tourismus, da gehe ich gleich drüber, weil wir beim Thema Umwelt sind. Da fällt einem natürlich auch ein, Braunkohle, Steinkohle, die einen sagen immer noch, müssen wir machen, schafft Arbeitsplätze. Aber auch da wissen wir ja eigentlich, ist die Energiewende sollte schon längst da sein, aber schon noch nicht in allen Köpfen. Was ist auch da zu machen, dass man da vielleicht Klarheit schafft, dass das nicht die ideale, zukunftsträchtige Technik ist, Braunkohle wieder mal einzusetzen? Naja, wem das Thema Bewahrung unseres Planeten, Bewahrung der Schöpfung wirklich ein wichtiges Thema ist. Ich bin ja hier wegen des Bundestagswahlkampfes und nicht nur, damit wir nett miteinander plaudern, was schön ist. Dann gibt es am 24. September wirklich nur eine Alternative. Dann kann man am 24. September nur die Grünen wählen, weil alle anderen Parteien sich gerade ganz aktuell jetzt wieder auf wir wollen noch möglichst lange in der Braunkohle bleiben, versteift haben. Ja, es gab einen Brief der Ministerpräsidenten aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und die Linke hat in Brandenburg diesen Kurs auch mit unterstützt. Wir müssen noch möglichst lange die Braunkohle weiter nutzen. Und das dürfen wir nicht, wenn wir die Klimakrise bekämpfen wollen. Wir dürfen nicht mehr diese ganze Kohle verbrennen. Dann ist der Prozess einer Klimakatastrophe nicht aufzuhalten. Es hat gestern wieder, man kann jeden Tag inzwischen die Zeitung aufschlagen, gestern wieder neue Daten gegeben, Bericht in der New York Times, dass die Permafrostböden beginnen zu tauen. Ich habe vorhin gesagt, die Arktis schmilzt wahnsinnig schnell. Wir merken in Sachsen-Anhalt inzwischen, dass die Klimakrise hier angekommen ist, durch die Stürme, durch die Starkregenereignisse oder dass in diesem Jahr die Obstbäume schon im März geblüht haben. Und dann die Obsternte teilweise durch den Frost, der jetzt nicht so unnormal war, der war sehr stark, aber dass es im April Fröste gibt, ist eigentlich normal. Nur dass die Bäume schon im März blühen nicht, ein relevanter Teil der Obsternte vernichtet worden ist. Oder durch die Stürme, die halt zu Zeiten kamen, wo sonst nicht solche starken Stürme sind und die Ernte schon kurz bevorstand, dort auch relevante Güter vernichtet worden sind. Die Hochwässer, die für viele Menschen auch das Privateigentum bedrohen oder vernichtet haben und der Staat das auch nicht komplett ausgleicht und für die Zukunft auch nicht kann, wenn das immer häufiger auftritt. Und wenn man zusammennimmt, dass das die Vorboten sind, ja, dann muss doch eigentlich auch, ich bleibe wieder beim gesunden Menschenverstand, jedem klar sein, dass wir so nicht weitermachen können und nicht noch die gesamte Kohle verfeuern können. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen verzweifelt, weil ich überhaupt nicht verstehe, wie man in einer solchen Situation jetzt nochmal mit dem Holzhammer draufhaut und sagt, aber wir wollen die Kohle weiter verfeuern. Statt, und das habe ich Herrn Haseloff schon vor 4 Jahren gesagt, sich jetzt darum zu kümmern, dass es ein Konversionsprogramm gibt. Also dass jetzt öffentliche Gelder verwendet werden, um diesen Strukturwandelprozess abzufedern im Süden. Wenn man das in 5 Jahren oder in 10 Jahren versucht, wird es dafür keine Möglichkeiten mehr geben. Das muss man jetzt machen. Und das ist Politik, die über den Tellerrand rausschaut
und nicht bloß in Legislaturperiodenscheiben denkt und halt vor allem auch unsere Kinder und Enkel in den Blick nimmt. Das ist für mich eine verantwortungsvolle Politik. Und wenn wir das nicht hinkriegen, werden wir richtige Probleme bekommen. Und was Sie mit der Konversionspolitik ansprechen, betrifft ja nicht nur Braunkohle. Es betrifft ja zum Beispiel auch ganz einfach Automobilproduktion. Da ändern sich ja doch Dinge, aber ist auch noch nicht bei der Automobilproduktion selber angekommen. Wir wissen ja, dass gerade Sachsen-Anhalt eine sehr lebendige Zulieferindustrie hat, gerade im Vorharzgebiet für Wolfsburg zum Beispiel, für VW. Ja. Auch da will man jetzt langsam mit Elektrofahrzeugen anfangen. Wie ist es überhaupt mit der Elektromobilität? Das wird ja eine große Umstellung werden allgemein. Ist Elektroauto alleine das Alleinseligmachende oder gibt es vielleicht auch im Umfeld, dass sich allgemein in der Mobilität und der Vorstellung von Mobilität vielleicht was verändern muss? Es ist vor allem auch so ein Beispiel, wo kurzfristige Politik Ökologie schadet und aber auch vor allem jetzt merkt man, dass der Ökonomie schadet. Ja? Also man kann diese Dinge gar nicht voneinander trennen. Und hätte man in der Automobilindustrie nicht so viele gravierende Fehler gemacht, hätte man jetzt auch nicht solche ökonomischen Probleme. Wo wäre denn die Schwierigkeit gewesen, vor 10 Jahren zu beginnen, in Batterietechnik, in neue Antriebstechnik zu investieren in den Forschungsabteilungen? Aber wenn halt CDU, FDP und SPD unisono immer wieder versprechen, alles bleibt so, wie es ist, ihr müsst euch nicht ändern, wir rollen noch in 100 Jahren mit den gleichen Autos durchs Land, dann befördert man natürlich auch das Beharren und in der Endkonsequenz auch den Betrug, der da an den Verbrauchern stattgefunden hat. Und das ist falsche und verantwortungslose Politik. Aus meiner Sicht ist es jetzt notwendig, der Automobilindustrie zu sagen, wir müssen aus Klimaschutzgründen aus dem Verbrennungsmotor aussteigen. Es ist im Übrigen auch für die Luftreinhaltung besser. Es ist für die Gesundheit besser, es ist für unsere Städte besser, wenn wir diese Technologie weiterentwickeln. Es geht ja nicht darum, das Auto abzuschaffen. Und dafür braucht es aber Rahmenbedingungen. Und ehrlich gesagt, ich will gar nicht entscheiden, was der beste Antrieb ist. Das sollen Ingenieure machen. Ja, ich vertraue deutscher Ingenieurskunst, dass sie in der Lage sind, wirklich Innovationen auf den Markt zu bringen. Deshalb eine Ansage raus aus dem Verbrennungsmotor, ob das dann 2030 oder 2029 oder 2032 ist, ist für mich nicht die entscheidende Frage. Aber in dem Zeitraum müssen wir, wenn wir eine Klimakatastrophe verhindern wollen, auch in der Mobilität den Umstieg geschafft haben. Und im Moment ist E-Mobilität, ist das E-Auto ein sehr starker Strang, der verfolgt wird. Es können auch andere Antriebstechnologien werden. Ich finde, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass alles, was im Moment an Mobilität vorhanden ist, in Zukunft durchs E-Auto abgefangen werden kann. Wir brauchen auch weniger Verkehr, eine uralte grüne Forderung. Aber statt Gigaliner auf die Straßen zu bringen und die komplett und abschließend zu verstopfen, sodass die privaten Menschen überhaupt nicht mehr vernünftig über eine Autobahn kommen, brauchen wir auch vernünftigere Mobilitätskonzepte. Mehr auf die Schiene, vielleicht auch weniger Konsumgüter transportieren, als das gegenwärtig stattfindet, im innerstädtischen Verkehr, auf den öffentlichen Personennahverkehr und aufs Rad zu setzen. Ja, dieses Verkehrssystem hat mehr Fehler als den falschen Antrieb und wird uns, glaube ich, auch in der Infrastruktur überfordern, wenn unsere Kinder die Straßen, die wir im Moment alle schon gebaut haben und noch planen zu bauen, wenn die alle instand halten sollen. Ärgern Sie sich in so einem Moment manchmal bei dem Kollegen Kretschmann, der dann in Baden-Württemberg sagt, na ja, also Dieselverbot in Stuttgart heben wir gleich mal wieder auf, wollen wir nicht. Weil da macht man sich ja dann als Bürger Sorgen, Mensch, wenn die dann die Grünen an der Regierung sind, plötzlich sind sie dann doch anders dann. Oder sagen Sie, der Kretschmann ist eine Ausnahme bei uns, wir denken im Großteil doch anders. Klar habe ich mich über den geärgert, gar keine Frage. Ich fand diese Aussagen falsch. Also, dass man irgendwie einen Diesel braucht, um für das Enkelkind den Sandkasten füllen zu können, das ist einfach Käse. Und dass er als Ministerpräsident von einem Land wie Baden-Württemberg, das extrem stark abhängig ist von der Automobilindustrie, dort versucht, einen vernünftigen Übergang hinzubekommen, das finde ich richtig. Das versuchen wir auf Bundesebene ja auch. Deshalb ist dieser Streit aus meiner Sicht so müßig. Ich kenne wirklich niemanden, der bei Sinn und Verstand ist, der die Klimakrise leugnet. Es gibt eine Partei, die das tut, aber die hat noch ganz andere Probleme in ihrem Programm.
Und wenn das klar ist, dann ist auch klar, dass wir raus müssen aus dem Verbrennungsmotor, dass wir diese internationalen Märkte nicht verlieren dürfen. Ja, es ist die Automobilindustrie mit Zulieferindustrie ist nach wie vor der größte Arbeitgeber in Deutschland. Und ich will, dass diese Arbeitsplätze bei uns auch in Zukunft erhalten sind und nicht in andere Länder abwandern. Und deshalb müssen wir einen vernünftigen Plan machen, wie wir diesen Umstieg hinbekommen, wo kann Politik flankieren, um diesen Industriezweig eine zukunftsfähige Entwicklung zu ermöglichen. Und da waren seine Äußerungen, glaube ich, nicht alle so richtig gut, weil ne, wenn man so fragt, wie tanken wir denn dann in Zukunft? Ich kann doch dann da nicht an so einer Tankstelle eine halbe Stunde stehen bleiben. Natürlich nicht. Deshalb sage ich, dieses System wird sich viel stärker verändern. Ja? Dann ist Parken das neue Tanken irgendwie. Aber diese ganzen Entwicklungen anzustoßen, da muss man doch auch Lust drauf machen. Das muss doch für Ingenieure und das muss doch für Tüftler und Leute, die in neue Produkte investieren wollen, eigentlich eine Herausforderung statt eines Problems sein. Eigentlich ja, aber da sind wir bei einem anderen Umbruch, der ja auch stattfindet. Industrie 4.0 ist ja auch ein Thema. Es ändert sich da ja viel. Und da ist, glaube ich, auch die Angst grundlegend da, weil die einen sagen, naja, gehen vielleicht 4-5% der Arbeitsplätze verloren. Andere in Amerika gehen sagen, bis zu 60% könnten verloren gehen. Gibt es da dann Möglichkeiten, wo man sagt, man kann das abfedern? Oder muss man sich damit abfinden, dass man auch vielleicht ganz neue Produktionsmöglichkeiten und vielleicht sogar andere Strukturen, sage ich mal, mit Geldern finden muss? Ich bin bei diesen Prognosen extrem vorsichtig, muss ich sagen. Uns ist ja jetzt jahrelang prognostiziert worden, der demografische Wandel führt dazu, dass wir hier komplett aussterben in manchen Regionen. Und jetzt, oh Wunder, stellt man auf einmal fest, dass zu viele Kinder für die vorhandenen Schulen und Lehrer in die Schulen kommen. Also irgendwo klafft da was auseinander mit diesen mittel- und langfristigen Prognosen. Und uns ist auch schon so oft gesagt worden, auch schon bei Industrie 2.0, dass so wahnsinnig viel Arbeitsplätze verloren gehen. Das war die Aussage, als der Computer entwickelt worden ist. Der wird die ganzen Sekretariatsposten vernichten. Hat er aber nicht getan, sondern er hat ganz viele neue geschaffen. Von daher bin ich bei solchen Prognosen echt zurückhaltend und sage, wir müssen nicht nach den Problemen suchen, sondern nach den Lösungen. Wenn Arbeitsplätze zu wenige da sind, müssen wir nach neuen Produkten, nach neuen Dienstleistungen suchen, die wir dann als Gesellschaft auch befördern als Politik, um Arbeitsplätze zu sichern. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass 10%, 20% der Arbeitsplätze ersatzlos wegbrechen, ja, dafür keine neuen entstehen, dann werden wir als Gesellschaft über ganz andere Modelle des sozialen Ausgleichs diskutieren müssen. Das heißt, dann wird vielleicht wirklich ein Grundeinkommen in Zukunft, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder über diese ganzen Rahmenbedingungen müssen wir dann reden, dann wird das vielleicht das neue Modell sein und Menschen gegebenenfalls ganz andere Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten ermöglichen. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, dass dann alle zu Hause sitzen wollen, Däumchen drehen, Chips essen und RTL 2 gucken, sondern es gibt doch dann wahnsinnig viele Menschen, die sagen, wenn meine Grundbedürfnisse, mein Lebensstandard irgendwie abgesichert ist und Hartz IV macht das halt definitiv nicht. Aber wenn das so ist, dann würde ich auch in Bürgerarbeit, in soziale Arbeit oder ich möchte irgendwie was Neues entwickeln, so, dann gibt es doch wahnsinnig viel Kreativität, die wir auf einem solchen Wege eher unterstützen als bremsen sollten. Aber das, finde ich, muss die Gesellschaft miteinander diskutieren. Und dazu brauchen wir überhaupt erstmal eine Debatte, von mir aus auch einen Streit darüber. Und nicht dieses Sedieren, das die Strategie von Frau Merkel ist. Und das Suggerieren, wenn wir uns bloß nicht bewegen, wenn hier bloß keiner zuckt, dann bleibt alles so, wie es gegenwärtig ist. Das halte ich für den schlimmsten Irrglauben. Und wenn Politik... Nein, die Politik ist ja falsch, gegen das Wort wehre ich mich ja immer. Wenn die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, meint, dass das zukunftsfähig für Deutschland ist, dann sage ich, das wird scheitern. Aber die Rechnung bezahlen dann wahrscheinlich erst welche nach uns. Sie haben mitten dabei ein wichtiges Thema angesprochen. Die Menschen sind ja, ob der Zukunft natürlich verunsichert, aber im Moment gibt es ja auch interessanterweise so ein Sicherheitsbedürfnis, ein verstärktes, man hat das Gefühl, subjektiv ist es schwieriger geworden. Objektiv sind die Zahlen teilweise ganz anders. Wir haben das hier in Magdeburg direkt am Hasselbachplatz. Die Leute sagen, oh, viel mehr Kriminalität als vorher. Polizei sagt, es geht eigentlich zurück. Also so ein Bedürfnis nach innerer Sicherheit ist da.
Tut da Not, aufzurüsten, was zu machen, oder muss man auch da wieder in anderen Kategorien denken? Ich glaube, wir müssen uns auf die tatsächlichen Probleme konzentrieren, die die Menschen umtreiben. Ich bin jetzt seit, ich glaube, 10 Tagen auf Wahlkampftour unterwegs und bin an keiner einzigen Stelle auf die Frage von Terrorismus angesprochen worden. Und das, obwohl es in dieser Zeit gerade diesen schrecklichen Anschlag in Barcelona gegeben hat. Worauf ich angesprochen werde, ist in der Tat Kriminalität, ja? Sind Einbrüche in Wohnungen und in Häuser und ist ein Unsicherheitsgefühl. Und an der Stelle sage ich, ja, dann muss man halt in Polizei investieren. Wird uns manchmal vorgeworfen, irgendwie als Grünen, dass wir das nicht getan hätten. Sage ich, wir machen das seit Jahren. Wir haben diese Forderung seit Jahren aufgestellt, kann man überall nachlesen. Aber wenn eine große Koalition in Sachsen-Anhalt und eine große Koalition auf Bundesebene die öffentlichen Haushalte immer weiter ausblutet und halt nicht ausreichend Steuermittel zur Verfügung stehen für Schulen, für Kitas, für Hochschulen, für den Kulturbereich, ja, wo SPD und CDU, und ich sage an der Stelle bewusst die SPD an erster Stelle, in Sachsen-Anhalt wirklich einen Kahlschlag hinterlassen haben und das sich halt auch in den Polizeistrukturen fortgesetzt hat, dann ist es doch nicht verwunderlich, dass es ein Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung gibt. Ich glaube, dass die Frage, wie viel Polizei auf der Straße präsent ist, mit diesem Gefühl ganz viel zu tun hat. Und dass man halt darüber reden muss, dass die Einbruchdiebstähle nicht angestiegen sind in den meisten Regionen. Es gibt einzelne Hotspots, wo es anders ist. Da muss mehr Polizei hin. Und wir müssen versuchen, mehr von diesen Einbruchdiebstählen aufzuklären. Dafür muss Polizei Zeit für Ermittlungsarbeit haben. Dafür müssen Gerichte die Möglichkeit haben, dann auch Strafverfolgung vorzunehmen. Dort droht ja der nächste Personalengpass. Und deshalb ist es ein solches Problem, dass SPD und CDU im Schulterschluss die öffentlichen Haushalte ausbluten lassen. Kann man ja nahtlos fortsetzen. Brücken verfallen, ja, für Straßenbau. Nicht mal für Straßenbau ist genug Geld da, obwohl seit Jahrzehnten CDU und SPD dort die Politik bestimmen und das nicht irgendwie von uns Grünen gebremst worden ist. Die Frage, wollen wir einen vernünftigen Staat, der auch mit ausreichend Finanzen ausgestattet ist, um seinen Aufgaben bei der Bildung, bei der Hochschule, bei der Polizei, in der Justiz nachzukommen, bei der Infrastruktur nachzukommen? Oder muss man Steuern senken und die schwarze Null so als Fetisch an die Wand nageln und davor niederknien, bloß damit man einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann? Es ist tatsächlich fast schon eine Glaubensfrage, hat man das Gefühl, in einigen Dingen. Nun gibt es ja auch bei Ihnen ein bisschen so die Tendenz, man sagt, wir sind koalitionsmäßig, so Sie in den Bundestag kommen, wovon wir fröhlich ausgehen, auch offen. Es gibt die einen, die haben Schwarz-Grün, können wir uns vorstellen. Auch das, ist es für Sie auch eine Option, Schwarz-Grün, oder sagen Sie eher eine Notkarte, nicht so unbedingt der Wunsch? Ich war immer eine starke Anhängerin von einem rot-grünen Regierungsmodell. Und ich finde, dass wir in der Zeit, als wir im Bund mit der SPD regiert haben, auch ein paar gute Sachen angestoßen haben. Sei das den Atomausstieg, sei das die Energiewende, sei das in Bürgerrechtsfragen das Staatsangehörigkeitsrecht, die eingetragene Lebenspartnerschaft. Da sind, finde ich, gute Reformen angestoßen worden damals. Das heißt, man darf auch nicht vergessen, dass wir seit 12 Jahren nicht mehr regieren im Bund. Ne? Weil ich werde immer gefragt, wie behebt ihr den Lehrermangel, warum ist ABC so? Wo ich sage, naja, die Fragen müssten eigentlich an CDU, SPD und FDP gerichtet werden. Und wenn es konkret um die nächste Bundestagswahl und die Regierungsbildung danach geht, wäre mir ehrlich gesagt immer noch eine Regierung aus Grün und SPD am liebsten. Es sieht aber im Moment so aus, als ob die Wähler das anders sehen. Ja, die Umfragen sagen, dafür wird es definitiv nicht reichen. Der Abstand ist viel zu groß. Die meisten Wähler sagen, dass Frau Merkel Kanzlerin bleiben soll. Das ist die große Mehrheit. Und ich sehe im Moment nicht, dass Martin Schulz diesen Abstand für die SPD aufholen wird. Und wenn sich in einer solchen Situation die Frage für uns stellt, würdet ihr eine schwarz-grüne Regierung unterstützen, dann plädiere ich zumindest dafür, in Verhandlungen einzutreten und auszutesten, wie viel geht mit der CDU. Ist sie bereit, Reformen anzustoßen oder will sie weiter aussitzen? Packt sie Probleme wie Bildungsfinanzierung an, indem sie das Kooperationsverbot aufhebt?
packt sie Probleme wie Klimakrise an, indem sie endlich was dafür tut, dass der CO2-Ausstoß sinkt. Konzepte liegen alle auf dem Tisch, was man machen muss. Geht sie in eine Mobilitätswende? Sorgt sie dafür, dass wir eine andere Agrarpolitik bekommen? Das Artensterben ist das nächste riesengroße Problem. Ja? Stellenweise bis zu 80% der Insekten sind weg. Das sind Zahlen, die so erschreckend sind, dass man endlich handeln muss, statt immer weiter auszusitzen. Wir haben das vor 4 Jahren getan. Dort hat es ja schwarz-grüne Sondierungen gegeben. Und wir haben am Ende gesagt, es geht nicht. Mit dieser CDU und dem, was sie bereit war, in einem Koalitionsvertrag zu machen, sind wir nicht bereit, eine Regierungsbildung zu unterstützen. Und wenn das diesmal wieder so wäre, würde ich auch sofort sagen, wenn es keinen Koalitionsvertrag gibt, in dem die Probleme angefasst werden, dann werden wir uns daran nicht beteiligen. Ich glaube, anders können wir als Grüne nicht agieren in einer Situation, wo die Wähler, ich sag mal, so eine schwierige Situation für uns erzeugen und uns vor die Wahl stellen. Schwarz-Gelb ist eine realistische Option. Fortsetzung großer Koalition ist eine realistische Option. Oder im Zweifelsfall Schwarz-Grün. Wäre ich nicht dafür, das von vornherein auszuschließen, aber es dann an den Inhalten zu messen und im Zweifelsfall auch Nein zu sagen. Ich habe gesagt, ich werde als Abgeordnete des nächsten Deutschen Bundestages, so die Wähler mich dorthin schicken, definitiv nicht meine Hand für eine Verdopplung des Verteidigungsetats heben. Das ist ein Ziel, das Frau Merkel, das die CDU auf den Tisch gelegt hat. 2%-Ziel der NATO heißt 30 Milliarden mehr in Rüstung in Deutschland. Und das ist für mich No-Go. Das ist jetzt interessanterweise ein wunderbares Schlusswort eigentlich schon gewesen. Also ich danke sehr herzlich. Ich habe viel erfahren, was Sie vorhaben. Was ich vor allen Dingen gemerkt habe, es wird ja oft gesagt, die Grünen sind eine Partei, die gerne Verbote ausspricht, aber man merkt deutlich, dass sie ja doch eher verhandeln mögen und Sachen auch aushandeln mögen. Und von daher drücke ich die Daumen, dass es funktioniert, egal mit wem und sonst auch in der Opposition, und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Wahlkampf. Und ich bedanke mich für das sehr angenehme und ausführliche Gespräch. Hat Spaß gemacht. Schön.